Mahlzeit, ihr Schlawutzkis, hier ist der Knochen. Ja, heute war ich den T25. Jetzt war ich gerade irritiert. Irgendwer guckt mir gerade zu hier. Ist auch egal. Heute war ich den amerikanischen T25, mittelschweren Panzer. Bisher konnte ich nicht viel reißen mit dem Teil. Eigentlich fehlen mir auch fast alle Modifikationen. Na, das stimmt nicht ganz. Ich habe ungefähr die Hälfte fertig. Aber das Grinden dauert einfach ewig und gerade heute läuft überhaupt nichts richtig gut. 9 cm Hauptgeschütz, Hauptartilleriegeschütz haben wir einbauen lassen, damals persönlich. Und natürlich haben wir zwei MGs, 12,7 und 7,62 mm. Und das sind dann KV-2. Und den will ich mir natürlich jetzt nicht hier als Feind vor die. Ja, ich krieg den Satz einfach nicht beendet, ist auch scheißegal. Dauert ja ewig sonst. 38,2 Tonnen ist die Karre schwer hier und 53 km/h maximal bergab würden wir fahren. Ich weiß immer nicht, wo sie mit diesen km/h herkommen, weil ich fahre nirgendwo 53 km/h oder die Höchstgeschwindigkeit, dann ist gar nicht möglich hier. So, da ist immer noch dieser KV-2, das nervt mich eigentlich. Oh, scheiße. Ich muss da zusehen, dass ich irgendwie dem nicht in die Quere komme. Vielleicht versuche ich mal B zu cappen. Das würde ein paar Punkte bringen. Aber dieser verkackte KV-2 fährt auch rüber und offensichtlich haben sich unsere Leute dafür entschlossen, dort nicht hinzufahren. Oh, warte mal. Ne. Mein Gott, bin ich hier langsam. Ja, 53 km/h, ne? Aber nicht im Moddermatsch hier. Also, das ist ja schon barbarisch langsam hier. Oh, komm hier. Ich dachte es mir. Hurensohn. Das ist typisch Russenkacke hier, echt. Bevor jetzt einer wieder sagt, ja, Fehler gemacht und so, muss ich ehrlich mal sagen, ey, man muss doch mal ein bisschen Eier zeigen. Und KV-2, ich weiß gar nicht, warum in dem Bereich überhaupt noch ein KV-2 unterwegs ist. Hätte gar nichts zu suchen. Ich meine, Scheiße, das ist doch ein Vierbereich hier. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn der Spast hier? Das muss ja Eier sein. Kommt ja auf 5,7. Ah, ich sehe schon. Ich bin 6,3, was ist hier? Total geknackt. Müsste ich mal gucken, welches Battle Rating der KV-2 hat, aber der ist doch tierisch niedrig eigentlich gewesen. Wenn ich mich recht entsinne, weil sich da so viele beschwert haben. Boah, fuck mich das wieder ab, ey. So, hier wurde schon der nächste weggeballert. Ja. Und wundert sich, Science-Fiction-Thunder hier. Und dann allen fummeln sie rum, wie zum Beispiel, dass man hier einfach ab runterrutscht oder so, aber am Balance und so haben sie immer noch nichts gedreht. Aber wie gesagt, ich habe den Panzer auch noch nicht komplett modifiziert. Das, ob das jetzt ausschlaggebend ist, in bestimmten Bereichen wage ich mal zu bezweifeln. Muss man aus dieser Kacke raus hier, das nervt ja voll. Eigentlich ist es schon lächerlich. Das klingt wirklich. Ich habe das Gefühl, der geht gleich kaputt, der Panzer hier echt. Das ist ein verkackter Motor einfach. Oh shit. Er hat einen voll zerlegt. Wenn das nicht mein KV-2-Kollege war. Mit der. Ich camp hier bis zur Vergasung. Vorhin habe ich auch angesehen mit dem Tortoise. 7 Kills, hat sich keinen Millimeter bewegt, hat einfach das. Der ist einfach da stehen geblieben. Wo er die ganze Zeit war. Das war abartig. Wir müssen hier irgendwie ein bisschen was reißen. Ich meine, komischerweise haben wir viele viele Schlachten gewonnen. Aber die Spielleistung von allen war insgesamt schlecht. Wir haben einfach nur zufälligerweise recht viel gecapped. Die S2, oh Gott. Ne, bringt nichts. Der blockiert mir dann den Weg. Ach, T25, was ein Schmuckstück, echt. Ich sehe auch nichts. Die werden wohl eher bei B rumkrebeln, ne? Ach, jetzt sehe ich auch tatsächlich, dass da Bomben abgeworfen wurden. Oder beziehungsweise sehe ich das Flugzeug dazu. Und dann rotzt hier echt. Oh ja, ich sehe ihn erst. Scheiße, Mann. Jetzt im Ernst, wie soll man denn da hinkommen? Man kann ja nur dumm rumfahren hier.
Und der Kollege wird versuchen. Ah, der. Oh, scheiße, das ist noch einer. Versuch 85, ich will mal in die Luft hier. Vielleicht gerade nicht so clever gewesen, jetzt hier mitten auf dem Feld irgendwo rumzukrepeln. Egal. Voll reingehauen, Auge um Auge, leck mich am Arsch. Aus dem Wrack hier. So. 85, komm hier. Ach so, dummer Wichser. Da sagt mir einer, das ist irgendwie Skill Gaming. Ich weiß nicht. Wie kommt man darauf? Vorfahren, zurückfahren, vorfahren, zurückfahren. Ja, nicht mit Skill. Ich meine, ich versuche wenigstens irgendwie an den Gegner zu kommen. Okay, das ist der Treffer mal hin. Verreck, du Vieh. Aber wie locker er noch durch die Gegend fahren kann. Wahnsinn. Ja, versteck dich, du Penissacker. Gut, versuchen wir uns aus. Wir nehmen uns natürlich die Flak. Alles andere kriegen wir eh nicht kaputt hier. Ja, ich sehe ihn. Kleiner Penis. Ah, verrecke. Flakpanzer leckt mich im Arsch, Mann. Wer ist er denn? Wow. So. Mein erster Kill, mein erster richtiger Kill hier. Also jetzt gerade im Spiel natürlich nicht mit dem Panzer im Allgemeinen, aber trotzdem. Oh Gott, bloß raus aus dem Scheiß hier. Das haben sie sich echt gut überlegt hier. Ich sehe jetzt nicht, was vom Spawnpunkt kommt da. Ich würde gern wissen, was er sieht. Die fügen jeden Scheiß hier dazu im Arcade, dann sollen sie doch irgendwie dazu fügen, dass man für 5 Sekunden oder so Piloten sich bekommt oder so. Dass man halt sehen kann, was der Pilot gerade sieht. Das wäre doch mal was. Natürlich ab einer bestimmten Punktzahl nicht, dass er jeder Affe sofort zur Verfügung hat. Ich gehe nochmal in die Luft. Denn ich brauche auch die Punkte. Und ich bin mir sicher, dass einige ihre Panzer modifizieren, also skillen. Skillen, ja, dummes Wort. Also modifizieren, indem sie zuerst mal häufig in die Luft gehen. Shit, man. Ja, das war's, ja. Yeah. Scheiße. So blöd, wenn man so ein super wendiges Flugzeug hat. In Anführungszeichen. Wenn uns ein Schwanz durch hinter einem da gammelt. Der feuert noch darüber, also wird da noch irgendwas sein. Aber Mr. Crusader ist ein bisschen schneller vorne. Wir cappen schon. Ich krieg den Arsch hier nicht hoch, das gibt's doch gar nicht. Ah, was für eine Krücke. Mhm. Wenn ich mal irgendwelche Punkte dafür bekomme. Ich kippe jetzt hier mit. Dafür gibt es dann halt Punkte. Strong. Das ist Strong auf jeden Fall. So, wir haben gekappt. Das ist gewonnen. Wir machen noch eine Runde. Bis gleich. So. Jetzt sind wir im Volokolamsk. Wird beobachtet. Guck weg. Guck weg! So, wo begebe ich mich jetzt hin? Ich glaube, letztens bin ich zu C gefahren. Ja, aber kann irgendwie nicht. Doch, ich bin von einer anderen Seite gestartet. Und da ist so eine coole. Da kann man sich ganz gut verstecken. Und das hat sich bewährt gemacht, als ich mit dem. Was bin ich da gefahren? Ich glaube, den M10. Da
Das war eigentlich ziemlich gut. Ich habe auch, weiß ich nicht, richtig viel weggeschossen und hinter mir schon wieder einer. Ich hasse es, wenn Leute hinter mir fahren. So, aber ich fahre jetzt mal so hier einen etwas größeren Kreis zu ziehen. Wir sind hier. Ja, angeblich 53 km/h durchfahren. Pff, so ein Bullshit. So, die haben schon C. Ich weiß gar nicht, wie die das schaffen so schnell. Oh. Da wird's voll. Da wird's richtig voll. Blöd ist, seitdem sie diese scheiß Engineer dazugefügt haben, diese neuen Physics-Bums, hört mir auf, dass man. Was ist das für eine Scheiße? Ich schwung hier ständig runter. Scheiße, Tiger. Das ist nicht gut, der bleibt stehen, also wird er mich anvisieren. Die Gleiskette. Oh. Ich versuch's trotzdem, ich versuch's trotzdem. Jo, jo. Ja, jetzt haben wir auch die Gleiskette gefickt, das ist natürlich scheiße. Ich muss hier wegkommen. Oh, naja, ich sag mal lieber nichts. Ich wollte gerade einen schlimmen Ausdruck sagen, Alter. Das hier. Was für ein Penislutscher. Dann wie die Parasiten, wirklich wie die Zecken, kommen sie von überall her. Boah, ist das frustrierend. Ey, was für ein Tag heute. Ich habe so Tage, da fällt mir schon irgendwie auf, so die ersten zwei Runden oder die ersten zwei Matches laufen scheiße, dann weiß ich ganz genau, die ersten 50 laufen genauso scheiße und das ist tatsächlich auch. So, ich gehe rüber zu A, weil das sind mehr von uns, das ist vielleicht besser für mich, denn ich krieg heute irgendwie so nichts gebacken. Ich verstehe auch irgendwie nicht, warum ist die Penetration so schlecht im Panzer? Oh shit, ein Centurion direkt vor mir. Was ist das denn? Immer ist irgend so ein arschgefickter Piss. Pff. Ja, Science Fiction von daher. Das macht Laune! Ich brauchte auch so einen Opfig-Panzer hier. Das wären die einzigen, die ich fahre. Ich fahre jetzt nur noch so Opfig-Panzer. Dreck. Am besten wäre es, wenn man sich gar nicht bewegt, sondern nur irgendwie auf Artillerie wartet, die irgendwo hinscheißt und gut ist. Ganz ehrlich. Ich hasse es, wenn Leute einfach campen wie die letzten Dummfotzen. Nur am Campen sind wirklich das ganze Match, sich kein Pupler bewegen, irgendwie in keine Richtung. Und der man ist dann der Einzige oder einer von wenigen, die mal ein bisschen Eier zeigen und dann wird man so weggefetzt von diesem Abschaum. Und dann heißt es immer so, ja, das ist ja das Spiel, ey, das gibt's doch gar nicht, dass ein Panzer die ganze Zeit irgendwie ununterbrochen an einer und derselben Stelle steht. Ja? Und einfach nur, weil er so extrem gepanzert ist und so ob, ja, dass man einfach nicht vorbeikommt. Was ist denn das für eine Kacke? Jetzt werde ich schon wieder beschossen. So, soll der Kollege mal vorfahren, denn ich brauche hier gar nichts großartig machen. Fuck. Das ist der Abfuck vom Allerfeinsten. Vielleicht sollte ich gar nicht mehr live aufzeichnen, sondern einfach nur Replays irgendwie hochballern. Echt, also manchen Tagen ist das einfach abartig. Ja, Schwutzki. So, und jetzt stehen wir hier alle wieder und kommen einfach nicht voran. Immer derselbe Scheiß hier. Jetzt ich mit meinem Walker hier muss gegen diese verdammten fetten Panzer kämpfen oder was? Ich verstehe nicht, warum der Walker so eine verdammt hohe Kampfeinstufung hat von 6-3. Das ist doch komplett krank.
6-3 für so ein Papierpanzer, jetzt mal im Ernst, ey. Du Artillerie, jetzt sagst du hier mal endlich ausräuchern. So, jetzt stehen wir hier richtig schön in Linie. Wenn jetzt hier ein Artillerieschlag kommt, dann ist hier Feierabend. Ich penetriere hier einen feuchten Fick. So, gut, jetzt stehen wir alle dumm rum. Einen hat schon aufgeraucht, jetzt sind wir nur zu viert. Wie dieses 10 kleine Jägermeister liegt hier irgendwie ein bisschen. Da ist schon wieder ein zerplatzt. Das ist Artillerie. Und wie man sieht, wir verlieren hier wirklich alles. Wenn ich gerade noch eine Runde aufnehme, eine werde ich glaube ich noch machen, weil ich kann mir nicht vorstellen, das muss doch mal laufen hier irgendwie. Das muss doch mal laufen, die Kacke. Tiere spannend. Einer nach dem anderen wird aufgeraubt. Ich muss aber zusehen, dass ich zu A komme, weil hier zu bleiben ist ja verlorene Zeit. Wo guckt der denn schon wieder hin? Irgendwas ist da auch schon wieder. Alles klar, verstehe. Ja. So, alle guten Dinge sind 25. T25. Ich glaube, das hört jetzt schon wieder nichts. Eigentlich kann es ja gar schon gar nicht mehr schlechter werden. Es sei denn, ich verliere alle Panzer und mache nicht einen einzigen Treffer. Das kann natürlich auch möglich sein. Würde mich sogar nicht wundern heute. Oh, warte. Ich will in den AC-Bereich starten. Oh, Mann. Mein Gott, was ist denn das jetzt hier wieder? Ich bin schon so genervt mittlerweile. Vor Kribbeln hier. Also die Runde davor war ja mit die kürzeste heute überhaupt. Mit knapp 8 Minuten. T95, das ist ein Tortoise, oder? Nee. Was ist das für ein Gerät? Das sieht ja schräg aus. Das ist richtig Science Fiction. Passt ja zu dem Spielmodus hier. Was für ein schräges Teil. Wir kippen schon A. Bist du nicht mal ansatzweise in der Nähe? Aber die Herren sind auch schon bei A und schon wieder so IS-2. Eigentlich nur schwere Panzer unterwegs hier. Schwere bis mittelschwere Panzer. Ich habe hier noch nie, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal einen Walker Bulldog oder sowas gesehen habe hier. Man sieht einfach keine leichten Panzer hier. Okay, was man sieht, sind natürlich Leute, die auf einen zustürmen. Komm mal, du Pimmel. Dann, oh, dann nicht. Okay, schnell weg hier. Bevor der wieder losfeuert. Wir stehen hier mal richtig bekackt. Ich weiß ja auch nicht, ob einer auf A ist. Blöd, wenn ich jetzt hier hochfahre und vorluke. Hier ist ja nur wirklich geisteskrankes Gefeuer. Treffer verrecke, Biatsch! Jetzt will er nicht mehr oder was? Hat keinen Bock mehr oder was? Scheiße, das irgendwie haut auch nicht so rein, wie ich dachte. Na gut, liegt wahrscheinlich auch in der Entfernung. Ja, flieh, du Wurm, flieh! So, natürlich zusehen, dass wir hier lange genug überleben, aber hier ist es ist doch nicht normal. T44. Also wirklich der letzte Gesocks ist hier unterwegs. Nichts anvisieren.
Scheiße, Mann. Mein Glück, der gerade woanders hingeschaut. Ich würde dem Kollegen ja helfen, aber das dauert ja. Die beballern den so hart, so hardcore. Versuche ich mal ein bisschen als Schutzschild zu nehmen. Wahrscheinlich fickt mich das da auch gleich wieder weg und das war wahrscheinlich auch mein Fehler dann. Der Treffer, ich habe dir geholfen, du darfst dich bedanken. Bodeneinheit zerstört. Boah, schon der zweite Kill in 3 Runden. Das ist ja gar nicht mal so gut. Ne, der kommt da irgendwo. Kommen wir an diesen Centurion ran. So, was haben wir denn dann noch? Da haben wir noch ein Tigerchen. Vor mir war doch gerade noch einer. Wo ist denn der jetzt hin? Shit. Ja, das war klar. Und jetzt werden sie mich komplett zerledern. Ich wollte gerade... Das ist so frustrierend, wenn man mal mutig ist. Mal ganz im Ernst. Wenn man Mut zeigt und so, wird man hier komplett zerlegt. Da die anderen Fickpfeifen, die Dumpflaum, ja, einfach nur gammeln, gammeln, gammeln. Das ist so abartig. Abartig und frustrierend. Das war alles. So, ich muss mir jetzt irgendwie einen anderen Weg suchen. Das funktioniert überhaupt nicht. Denn ein Kill ist wie kein Kill. Wenn die anderen schon 10 haben, wie sieht's denn aus hier? 2, 1, 1, 1. Noch nicht so der Knaller, aber. Wenn ihr hier auch angesehen habt, der hat 3 Kills gehabt und über 3000 Punkte. Wie kriegt er über 3000 Punkte zusammen? Da muss er ja ständig belagert worden sein. Und nie zerstört worden sein. Ja. Und dazu noch, genau, ja, und den Panzer das ganze Match halt behalten haben. Ne? So, jetzt mal in die Luft hier. Und vielleicht kriege ich einen von denen kaputt. Jetzt kriegst du einen Fokke. Echt jetzt? Das ist doch lächerlich. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass ihr an manchen Tagen wie verflucht seid, wirklich wie verhext, dass einfach nichts funktioniert und ihr teilweise mächtigere Fahrzeuge und Flugzeuge habt und so, aber trotzdem fickt euch der Abschaum weg? Ihr braucht doch nicht wundern, ich meine jetzt nicht direkt immer das alles so persönlich hier, Abschaum und so, ne? Das ist einfach nur so, das ist wie bei WoW. Da ist die Horde der letzte Dreck, wenn man Allianz spielt und andersrum genauso. Da kann schon rein hier. Und da hier ein Panzer brennt, denke ich mal, eigentlich war es wahrscheinlich auch nicht so clever hier zu fahren. Knallt die Arti rein, die nichts Gutes. Jetzt hat der gecappt, ohne dass ich dabei war. Ja, das sind die Camper-Wichser. Einfach nur gammeln, das meine ich ja. Und was soll ich sagen? Ich war hier mutig und muss mir dann diesen Scheiß reinziehen. Das ist schon der nächste Fucker. So, und der Wichsknoten gammelt einfach nur dumm rum. Das ist doch totale Scheiße. Den verkackten Panther, echt jetzt? Hier gar nichts von.
Und er zielt die ganze Zeit auf mich. Das weiß ich hundertprozentig. Ich riech das förmlich, wie er auf mich zielt. Was war das denn? Wieso konnte ich den nicht mal anvisieren? Der steht eigentlich direkt in meinem Gesicht. Was ist das? Ich bin... Warte mal, hat da jetzt einen Kollegen gekillt oder was war das? Nee, ein Kollege hat für mich mit einem mitgekillt hier. So sieht das aus. Schön, dass man noch Kollegen hat hier. Da steht auch noch einer. Oh, fuck. Ja, Panzer. Ah ja, ich sehe dich. Arschloch. Der kackt auch zu lange. Ich werde wahrscheinlich einfach hier deffen. Wer hat denn hier gecappt? Wann hat denn hier einer gecappt? Ich versuche mal andersrum zu cappen, damit ich noch hinterm Haus bleibe. Ich sehe den Jagdpanzer. Scheiße, Mann. Oh Gott. Gut, sollten mich nicht treffen können. Eigentlich. Das heißt natürlich nicht viel, aber... Dann bin ich halt hier. Der Capper ist mir scheißegal. Das ist auch was Heldenhaftes. Kann ich ihn zum Ziel nehmen? Scheiße. Das geht die ganze Zeit hier. Puh. Das ist ein paar Punkte wert, oder? Das scheiß Sandsäcke hier, das nervt auch tierisch. Okay, also wenn ich noch irgendwas wegschießen will, dann muss ich ganz woanders hinfahren. Die gammeln irgendwo da bei ihren Spawns rum. Sie kommen nicht an diesen verkackten Jagdpanzer ran. Aber er kommt an mich ran. Das ist natürlich nice. Das ist richtig nice. Gammelt da rum. Wie der letzte Dummaffe. Nichts geleistet im Leben. Totalversager. Und da muss man sich so eine Scheiße reinziehen. Ich das hasse echt. Ich hasse... Das sind Spasten für mich. Sag ich dir ganz im Ernst. Echt. Gibt es hier schon Artilleriefeuer? Nee. Echt, ich hasse Dauergammler. Können sie echt mal ins Knie ficken. Aber der Lohn wird hoffentlich sein, dass wir gewinnen, weil dieser Abschaum nichts geleistet hat. Außer dumm rumgegammelt und killgeil irgendwie versucht hat, mutige Panzerfahrer wegzuficken. Ja, da waren sehr viele Schimpfworte und wenig Sätzen, trotz allem. Der Kollege ist gerade in der Luft. Den Schützen brauche ich ihn nicht. So, ich fahre jetzt auch zum Spawn darüber. Echt. Ach, frustrierend. Aber ich werde schon ein bisschen ruhiger. Ich merke das. Ja, Schluck Koffein, freien Kaffee. Allerfeinsten hier. So. Scheiße, das ist nicht der, der mich gekillt hat. Das wäre natürlich eine Genugtuung. Ich komme um die Luft, vielleicht ist da noch irgendwo eine Flak, eine feindliche, die man zerlegen kann. Das wäre natürlich richtig geil. Oh, 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 ja, ja. Richtig. Der gammelt immer noch an derselben Stelle. Bewegt sich kein Pupmeter, nicht mal ein Pupmillimeter. Aber ich will ihm einfach zeigen, dass ich ihn nicht vergessen habe.
oben die Klappen ausgefahren worden. Man kriegt keinen verkackten Hit ab. Ist doch lächerlich. Aber eine Abschusshilfe wird's, das ist immerhin. War überhaupt der Richtige? Einfach rein crashen, da ist mir Lade. Der nächste Gammler hier, ey, ist abartig. Also ich stand nie so dämlich rum die ganze Zeit mit dem Jagdpanzer. Ganz im Ernst, das habe ich mir nie geleistet. Und ich habe trotzdem was gerissen, obwohl ich die ganze Zeit zerschossen. Deswegen, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Ich kann das echt nicht nachvollziehen. Und keine Eier, die Leute. Gibt's hier noch was? Nee, doch, ey, steht immer. Stand, verdammt. Nun gut, das war's gewesen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin jetzt so frustriert. 10. im Team, juhu! Ich bin so frustriert, dass ich mir erstmal ein bisschen entspannen muss hier. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao.